guten Morgen, YouTuber. Sonntagmorgen, halb elf. Da müssen wir dafür bis auf unseren Verkaufsplatz an der Zürich-Bernstraße. Janne ist schon mit dem Auto weg, mit kleinen Kürbis. Und ich habe da eine Auswahl verschiedener Kürbis in dieser Ballochse. Die werden da noch auf dem Wagen rausgeladen. Ja. Mit meinem Same und Farmi Hecklader. Eine Boxe mehr holen. Gut. Was verkauft ist, ist verkauft. Eh? So, fertig aufgefüllt. Das Wetter hat wieder ein bisschen gewechselt. Bewölkt. Luftwindig, da kommt vielleicht noch einmal Regen. Ja, liebe YouTuber, ist jetzt halb vier, Sonntag. Ich bin noch am Bauernmarkt in Schwand gelandet. Der ist zwar gerade fertig, aber die Drehorgel spielt noch. Ist ein Biohof Schwand-Münsingen. Früher war da eine landwirtschaftliche Schule. Und das ist auch Geschichte, diese Schule. Und jetzt noch in einem Flohmarkt, auch auf dem Schwand. So, Sonntagabend, 17:45 Uhr, ich stehe da in meinem Zuckerrübenfeld. Wollte da mal schauen, wie es aussieht. Blattwerk ist noch ziemlich grün, aber gleichwohl auch krank. Aber nicht so schlimm, wie ich überall sonst sehe. Bin ja heute da wieder über Land gefahren. Und ich sehe viele Zuckerrübenfelder stark verunkrautet und stark krank. Bei mir ist etwas Haber, eigentlich sonst kein Unkraut. Bin von dem her zufrieden. Ja, aber wie gesagt, gehen erst 5. Dezember. Ich hatte sie eigentlich früh angemeldet und aus irgendeinem Grund wurden die schlechtes Bild da. Aus irgendeinem Grund bin ich da auf spät gerutscht und dieses Jahr wäre es speziell gut, weil der Krankheitsdruck ist ziemlich stark und es bringt gar nicht viel, die Rüben lange stehen zu lassen, außer vielleicht jetzt bei meinen. Wenn sich das so hält, könnte jetzt eventuell auch noch gut werden. Ja, was ich sagen wollte, ich liebe es nicht, die späte Abgabe der Rüben. Da muss ich den Haufen machen, der Haufen muss gedeckt werden, viel Aufwand und vielleicht ein bisschen mehr Ertrag.
Und das Zweite ist, bei mir kommt nach Rüben immer Winterweizen. Und ich werde da umstellen. Und ich denke, nach dem 5. Dezember möchte ich nicht mehr Weizen säen. Und ja, nachdem die im Frühling so schlecht waren, die Rüben, haben sie sich ziemlich gut erholt von der Regenphase. Und hier habe ich Phacelia gesät. Und auch das sprießt da. Das kommt auch gut mit der späten Phacelia-Saat.